Ich werde zum Hundeversteher und Jess wird hoffentlich nicht auf die Hörner genommen. Big Snoop Dogg. Ich biete dir heute den vollen Hundesitter-Service. Ich sitze hier schon im Doggymobil. Hiermit werden die Hunde abgeholt und in den Wald geführt und auch noch vieles andere. Was alles passiert, das weiß der Bernd. Der ist nämlich Profi, der macht es jeden Tag. So, Bernd, erste Grundregel. Was muss ich machen, damit mich zum Beispiel der kleine Idefix nicht zum Frühstück isst? Der würde ich, glaube ich, nicht essen. Ganz normal verhalten. Zurückhaltend. Normal und zurückhaltend, das sind ja meine Stärken. Schnelle Bewegung. Okay, nicht schnell bewegen. Ich bleibe ganz ruhig. Dann fahren wir jetzt erstmal los. Can you be my dad? Wie viele Hunde holen wir jetzt ab ungefähr? Also jetzt noch 9. Jetzt noch 9. Und die sitzen dann auch alle hier hinten, ne? Genau. Also Joya ist ja ein riesen Teddybär, ne? Die brauchen wir für dich. Oh, was ist das denn? Das erkläre ich euch später. Pivo darf auch mit nach vorne, ganz klar. Komm. Hallo Schatz. Guck mal, ich hab einen Stock gelegt. Ja? Mika. Den guten deutschen Schäfer und den gucken wir uns erstmal durch den Zaun an, ne? Mit 10 Viechern im Auto, weißt du? Jazz macht da irgendwie mit 2 Kühen auf der Wiese rum und ich hab hier jetzt 800 Zähne auf 2 Quadratmeter. Tell me, baby, are you ready? I'm gonna get you ready. Was machen wir jetzt, Bernd? Legen wir da jetzt ein Blatt drüber oder müssen wir wegmachen? Nee, sollte man wegmachen? Ja, hallo.